Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ja, geht mal nicht weiter, ne? Ja, Entschuldigung, dass das so lange gedauert hat. Bis mal wieder ein neuer Tag kam. Ein neuer Part kam. Und ja, mein Gott. Ja, der Grund dafür war aber, ich habe mich in der letzten Woche nicht so gut gefühlt. Ich musste mal meine Kehle so ein bisschen ausruhen von dem ganzen Stream und so, ne? Und dann, als ich am Freitag mal aufnehmen wollte, wir schreiben jetzt gerade Sonntag, ne? Den 27. August. Und ja, ich wollte ursprünglich am Freitag aufnehmen, aber ich hatte irgendwie den ganzen Tag Kopfschmerzen und am Tag danach hatte ich Kopfschmerzen, weil ich auch den Tag direkt nicht schlafen konnte. Also mir ging es irgendwie nicht so gut, ne? Und ja, musste sogar meine Zocker-Session mit dem Vegas hier absagen, weil es mir echt nicht gut ging. Hier ist ein neues Lied, okay. Und ja. Aber jetzt bin ich wieder regeneriert, so gut wie möglich. Ich fühle mich jedenfalls wieder sehr regeneriert. Deswegen kann es jetzt hier mal langsam wieder weitergehen im Final Fantasy 16. Ich stehe aber gerade so ein bisschen auf den Schlauch, was wir so gemacht haben letztes Mal, was uns hier so ansteht. Ich habe gerade mal im Journal nachgeguckt. Da stand irgendwie so was wie... ja, der letzte Mutterkristall fehlt noch, was ja, das wusste ich noch, aber ja, wir müssen zur Krankenstube. Ich glaube, Nebenquest haben wir alles erledigt, ne? Hier müssen wir als letztes, ne, nicht hier. Hier müssen wir als nächstes hin, ne? Und da geht es wahrscheinlich jetzt irgendwann hin, ne? In den nächsten Parts, würde ich mal sagen, ne? Gut, aber warum sollen wir in die Krankenstube? Wer ist in der Krankenstube? Ich nehme an, Jill, ne, Jill war doch noch fit, ne? Wir haben gegen Barnabas gekämpft, wieder aufs Maul bekommen, ne? Wie beim letzten Mal, als wir den getroffen haben. Also, ja. Wir haben Shiva von Jill bekommen. Aber in den letzten Parts haben wir, glaube ich, wieder so Nebenquests gemacht, ne? Also, gucken wir mal, wie es jetzt hier so weitergeht, was die alle von uns wollen und überhaupt, ne? Wie fühlst du dich, Joshua? Oh, Joshua, genau. Irgendwie ist immer jemand in der Krankenstube und wir müssen nach denen gucken. Vielleicht verheilt, aber euer Körper zahlt unweigerlich den Preis für eure Unvernunft. Was hätte ich denn tun sollen? Das war kein gewöhnlicher Widersacher. Das war die Hand der Finsternis. Und trotz allem war es nicht genug. Er hätte mich 100-mal töten können, aber stattdessen hat er mit mir gespielt, wie ein Curl mit einer Maus. Du bist stärker, als du denkst. Machen wir uns nichts vor. In diesem Kampf hat nur ein Mann seine Stärke unter Beweis gestellt. Und dieser Mann war Barnabas. Ja, was machen wir gegen den? Ich glaube nicht, dass Shiva uns jetzt hier so... Das hätte ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass Shiva uns jetzt hier genügt, um zu gewinnen. Gerade jetzt, wo alle zu uns aufsehen. Da bin ich mal gespannt, wie das ablaufen wird. Vielleicht müssen wir uns wieder zusammentun, ne? Vielleicht geht es dem Prinzen genauso. Ja, er konnte ja mit Odin hier mithalten, ne? Also Barmut. Der hat sich ja irgendwie tagtäglich mit dem gekloppt, ne? Aber für den braucht man ja auch irgendwie. Müsste man uns ja auch zusammentun, um den zu erledigen, ne? Also, naja. Na, er ist ja zurückgekehrt hier zu seiner Heimat, die er kaputt gehauen hat. Er wurde ja von diesem Mädchen hier gefunden, glaube ich. Ja. Bleib da. Vom Brunnen.
Weiß sie nicht, wer er ist? Oma hat gesagt, dass sich auch Geister verirren. Lichter weisen ihnen den richtigen Weg. Für sie habe ich damals auch eins angezündet. Ja, das ist ein bisschen awkward für den Typen, ne? Weil er es ja alles angestellt hat, ne? Der Feind agiert aus den Schatten. Warst es du? Hast du meine Hand gelenkt, Ultima? Nein, nicht du. Das war mein Tun, meine Schuld, die ich tragen muss. Und für das habe ich zu sühnen. Deine Wunden verheilen gut. Das liegt an meinen wohltuenden Wickeln. Du machst sie? Ja, ich verkaufe sie auf der Straße. Reicht für was zu essen, meistens. Verzeih mir, ich habe nichts, was ich... Ich weiß, aber du hast doch Hilfe gebraucht. Du gehst schon? Ich muss. Danke dir. Das werde ich nicht vergessen. Komm mich bitte wieder besuchen, ja? So, läuft einfach so da durch die Gegend und niemand erkennt ihn. Also den Prinzen. Nun, Phönix. Ich schulde euch wohl meine Flügel. Phönix hat doch schon Flügel. So, Planbesprechung. Wie geht's jetzt weiter? Ich nehme an, du wirst wieder nach Valut aufbrechen? Warten macht es nicht besser. Dann sollten wir nicht länger warten. Das sehe ich anders, aber ihr hört ja nicht auf mich. Ihr nehmt täglich eure Medizin. Das werde ich, Lady Taya. Lasst ihr etwa schon zum Aufbruch? Wie lange brauchen wir zurück nach Asha? Keine Ahnung, so lange wie wir hierher gebraucht haben, oder? Nicht so lange, wenn dein Herr Onkel die Enterprise anständig reparieren lässt. Und deutlich länger, wenn wir keinen Ankerplatz finden. Ja, so einfach werden sie uns nicht an Land lassen. Wir müssen damit rechnen, dass Ashra voller Feinde ist. Dass sie angreifen, sobald sie uns sehen. Geil. Wir brauchen einen versteckten Landeplatz. Und ich weiß schon, wen wir da um Rat fragen. Frau Professor, ich sag ihr, dass ihr kommt. Solange ihr den Kurs plant, spreche ich mit eurem Historiker. Ich habe ein paar Fragen zu... Jetzt schon wieder ein paar neue Quests kommen, ne? Sichere ich die Reisevorräte mit Charon. In Ashra werden wir nichts finden. Jetzt kommen wieder neue Quests. Die Verfassung deines Bruders lässt keine großen Mühen mehr zu. Das weißt du, oder? Ja. Ein neuer Brief ist eingetroffen. Sprich mit Vivian. Oh, da ist wieder. Ich sag, jetzt werden wir doch ein bisschen beschäftigt hier. Wir haben einen neuen. Ist da auch eine neue Quest? Ich weiß nicht, ob gelb bedeutet. Gelb bedeutet, das wurde aktualisiert. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie was mit Dings zu tun hat hier mit Quests. Ich glaube nicht, ne?
Aber es gibt definitiv wieder was Neues zum Erledigen, ne? Dann schau mal. Der dreiköpfige Schrecken. So, da ist Varrock, ne? Das hier können wir ja nicht finden. Da ist S-Rang, S-Rang. Mhm. Auftragsort, Fragezeichen. Ja, das bringt es natürlich voll. Warte mal, wo wusste ich denn an? Warte mal, das ist ja ganz einfach, ne? Ich muss eigentlich nur gucken, wo hier wieder, da sieht man immer hier so schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Naja, anscheinend nicht. Okay, anscheinend irgendwas in der Wüste. Meine Vermutung wäre dann natürlich irgendwo ein Ort, den ich noch nicht aufgedeckt habe, ne? Aber ich habe ja schon alles aufgedeckt. Also da ist es schon mal nicht. Dann haben wir hier noch, ne? Wo war das nochmal? Hier, ne? Ist immer noch abgesperrt. Ja, dann würde ich sagen, wir machen erstmal weiter in der Story, ne? Ach ja, wir wählen es sie, ja. Ich weiß, was passt. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Bitte sag mir, ich habe jetzt aber auch keine Lust, jetzt extra irgendwie ein Viech zu suchen, so am Anfang des Parts. Deswegen mache ich dazu irgendwie so offscreen und dann. Ich habe Fragen zu Ashra. Wenn ich euch sehe, sage ich dann so. Dieser Tage, wo einem nichts erspart bleibt. Schieß los. Sobald die Enterprise bereit ist, nehmen wir Kurs auf Drachengrad. Wir brauchen einen sicheren Anlegeplatz. Ein, wo nicht alle sofort mein schönes Schiff ramponieren. Wenn es Divisand am Meer gäbe, würde Valut heute wohl kaum als uneinnehmbar gelten. Wir wissen fast nichts über Ashra. Die wenigen Berichte, die uns vorliegen, sind lückenhaft und veraltet. Und das haben wir König Barnabas zu verdanken. Valuts Grenzen sind für Auswärtige unpassierbar, seitdem er den Thron innehat. Wenn es einen sicheren Anlegeplatz gibt, ist er nicht auf meiner Karte. Dann erzähl uns wenigstens das, was du weißt. Du wirst immer noch besser informiert sein als wir. Tu's für die Enterprise! Na gut, na gut. Wenn ich dann meine Ruhe habe. Aber unterbrecht mich und es ist Schluss. Verstanden? Mein Gott, ey. Barnabas Tarm, der letzte König, wie viele ihn nennen. Um Valut zu verstehen, musst du erst verstehen, was ihn vorwärts treibt. Als Kind war er von fern jenseits der südlichen Wasser nach Valistea gekommen und noch als Jüngling gelang es ihm, die Stämme Ashras unter sich zu vereinen. An ihrer Spitze marschierte er in Veldermark ein und legte das alte Königreich über Nacht in Schutt und Asche. Sein Triumph versetzte Valistea in Aufruhr. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von Odins Macht in jeder Burg, jedem Hof, jeder Schenke. Und das war bereits im Jahr 843. Der kühne Ritter wurde zum gestandenen König, der seit 40 Jahren regiert, ohne Spuren der Zeit davon zu tragen. In letzter Zeit war es still um das Königreich von Valut. Und viele wunderten sich schon, ob Odins Kriegslust versiegt sei. Doch die Einherjahr ist nun in See gestochen. Ein unmissverständliches Signal. Orks scharen sich um Drachenfang und Schwärme Akasischer überfluten die Gassen Canvas. Wie genau das Chaos, das sie verbreiten, Valut nützen soll, bleibt ein offenes Rätsel. Doch bedenke, wenn es tatsächlich König Barnabas war, der den Befehl zum Angriff gegeben hat, können wir eines mit Sicherheit sagen. Valut ist das Unvorstellbare gelungen. Es hat die Wildstämme und Akasischen unterworfen, vor denen der Rest Valisteas in Furcht erzittert. Noch nie hat es so etwas gegeben. Daher kann niemand euch sagen, was euch erwartet, wenn ihr Fuß auf Ashra setzt. Die Fäule hat bereits große Teile des Kontinents verschlungen und die wenigen verbleibenden Häfen werden streng bewacht. Nicht zu vergessen Ashras tückische Küste.
Ein gewöhnliches Schiff würde von den reißenden Strömungen gepackt werden und wie morsches Treibholz an den Klippen zerschellen. Doch die Enterprise ist alles andere als gewöhnlich. Und mit ist die Landung schon einmal dort gelungen. Vielleicht fällt dir ja auch selbst jemand ein, der gerade erst an der Schattenküste gestrandet ist und weiß, wo man sicher an Land gehen könnte. Na, wir? Siehst du, Clive? Du hättest mich gar nicht gebraucht. Kannst du uns zurück an diese Küste bringen, mit? Ich hab euch auch abgeholt, oder? Aber du meinst wohl wegen der Strömung dort. Das stimmt, die haben's in sich. Aber das macht's erst spannend. Ulva. Danke für alles, Vivian. Wenn ich schon mit Allgemeinwissen und ein paar Gerüchten deinen Dank ernte, was bekomme ich dann erst, wenn ich wirklich relevante Informationen für dich habe? Wahrscheinlich mehr Besucher. Mit, wir versammeln uns in der Schankhalle. Ich hole Joshua aus dem Archiv. Aye, aye, Captain. Okay. Dann haben wir... Boah. Jetzt kommen schon wieder neue Aufträge, ey. Aber nur einer, Gott sei Dank. Na gut, dann machen wir heute wahrscheinlich doch die Monster, ja, wenn wir jetzt hier schon wieder aufgehalten werden. Boah. Da können sie mir auch direkt die ganze Mission geben, anstatt mich immer hier auf den Schlauch zu lassen und dann irgendwie mich dann hin. Ach, da war doch da drin. So ein Raum dahinter. Aber ich glaube, ich noch nie drinne. Möget ihr stark bleiben, euer Gnaden. Jote. Milord. Das Phönixleid. Jote, stimmt etwas nicht? Ihr wird besorgt. Kann ich euch helfen? Milord. Ja, möglicherweise. Euer Bruder. Sein Zustand verschlechtert sich stetig. Auch wenn er es nicht zeigt. Die Wunde auf seiner Brust verursacht immer größere Schmerzen. Das habe ich befürchtet. Es gibt Elixiere, die das Leid jener, die vom Fluch betroffen sind, lindern. Aber? Aber sein Fall ist besonders schwer. Die Aufgüsse, die ich ihm bisher bereitet habe, zeigen leider keinerlei Wirkung mehr. Also wandte ich mich an Taya. Und meine Brüder und Schwestern bei den Ewigen, in der Hoffnung ein stärkeres Mittel. Ja, die sind wenigstens cool drauf, ne? Die Ewigen. Die Hauptzutat lässt sich jedoch nur außerordentlich schwer beschaffen. Und unser Vorrat neigt sich dem Ende zu. Wir müssen mehr davon auftreiben. Sonst wird euer Bruder unerträgliche Schmerzen erleiden. Ja, irgendwer muss diese Sachen schon auftreiben, ne? Ich will mir nicht anmaßen, Forderungen aufzustellen. Aber bitte helft uns, um Joshuas Willen. Für Joshua tue ich alles. Für Joshua tue ich alles. Danke, Milord. Und? Um welche Zutat handelt es sich? Ein seltenes Kraut namens Steinampfer. Es wächst nur an Orten mit sehr viel Äther. In seinen Stängeln ist ein Stoff, der dem Fluch entgegenwirkt. Am Aquädukt in Rosaria ist eine Stelle, wo es gedeiht. Aber leider ist dort vor kurzem noch mehr Äther ausgetreten. Das ganze Gebiet ist überflutet. Wir würden sofort akasisch werden. Darum sind wir verzweifelt auf der Suche. Das heißt, ihr könnt es nur nicht erreichen. Das Kraut selbst ist vom Äther unbeschadet? Ja, doch wir... Dann gehe ich es holen. Aber, Milord... Ihr habt noch keine neue Stelle gefunden. Also bleibt uns nur die am Aquädukt, oder nicht? Denkt dran. Bin ich irgendwie immun gegen das Zeug? Der Äther schadet mir nicht. Gut, ich vertraue euch, Milord. Ich bin schon letztens gewundert bei diesen einen Typen, ja. Der sich auch in Dings verwandelt hat, in den akasischen. Ich bleibe hier und bereite den Rest vor. Bin schon gewundert, warum wir nicht irgendwie davon betroffen sind. So, was ist das? Ich gehe mal zu den einen Typen hier noch. Diesen Surfer-Dude hier so. Hey, Clive. Boah. Wird voll krasses gehört, Mann. Oh. Alles gut,
Willst du mal gucken? Okay, anscheinend nicht. Bald was Neues rein. Okay. Ja, dann machen wir das hier noch, ne? Natürlich machen wir das hier noch, ne? Für Joshua. So, halt, ist das hier? Aber das ist das, wo Svarok war, ne? Glaube ich. Ne, das ist hier. Langsam glaube ich irgendwie, ich muss irgendwie was machen hier, um das irgendwie aufzumachen oder so. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin schon, ich habe das schon seit einer langen Zeit irgendwie offen. Kann nicht sein, dass ich irgendwie ja noch so lange dauert irgendwie. Ja, vielleicht irre ich mich auch, ne? Jetzt nicht genauso stark wie in Final Fantasy 15, die Chocobos. Na. Okay. So. Wo lang? Da lang. Okay. Nehme ich an, wir werden hier von Nebenquests und so abgelenkt, ne? Hier ist der Aquädukt. Fehlen nur noch die Steinampfen. Jote meinte, sie seien rot wie Blut. Was mit meinem Hund? Was mit Torgal? Was ist der irgendwie immun gegen Dings? Boah. Kümmere ich mich erst um dieses Problem. Eher komme ich nicht zum Flippen. Hier was mit nein. So, vielleicht gut, dann komme ich wieder so ein bisschen ins Kampfsystem rein, ne? Oh. Trink mich mal, während ich mal angegriffen bin. Zack, zack. Noch mal den hier. Und dann den hier. Ah! Geht gar nicht, doch geht runter. Ist nur so komisch. Habe ich da noch mal? Ich weiß nicht. Ah ja, das Ding. Der gerade voll auf den Schlauch mit so, was ich alles habe und so. Ich glaube, ich habe auch ein neues Schwert oder so, ne? Ja, ich dachte, ich wäre aus Reichweite. Au. Kannst du es wagen, Mann? Au, der trifft mich die ganze Zeit, der Typ. Oh, was soll das denn, Mann? Danke. Oh mein Gott. Wenn mich die ganze Zeit trifft, ey. Ja. Und ich meine, super Angriff einsetzen, ne? Ey. So, dann ein paar Blümchen pflücken. Sag. Gut. Na was? Also schnell zu Jote damit. Okay, na watschelig. Dann würde ich sagen, machen wir uns vielleicht mal auf die Suche nach dem Viech, ne? Gibt schon so einige auffällige Orte, wo ich mir denken könnte, wo das sein könnte, ne? Aber ich weiß es natürlich nicht, aber wir können ja trotzdem mal suchen, ne? Wer denn? Wenn wir schon die Quest haben, ne? Sollen wir aber vielleicht die Questbeschreibung nochmal so anschauen, so als kleiner Tipp, so wird da wahrscheinlich irgendwie was stehen, so oh, ich habe gehört, die mögen Wasser, deswegen sind die am Wasserfall oder irgendwie so, keine Ahnung. So viele Steinampfern wie möglich gesammelt. Ist das genug? Nimm Blume. Rauch.
Das reicht sicher, bis wir einen anderen Ort finden, wo sie wachsen. Da bin ich erleichtert. Ihr und seine Gnaden ähnelt euch sehr, Milord. Wie er wollt ihr immer nur anderen helfen und denkt nie an die Gefahr. Ja, die Musik auf. Ihr seid nicht weniger aufopferungsvoll. Ihr tut alles für meinen Bruder. Ich danke euch. Eure Worte ehren mich sehr. Doch ich bitte euch, Milord, euch nicht für das Wohl anderer selbst aufzugeben. Ohne euch wären wir verloren. Ich werde es beherzigen. Aber ich werde es auch respektvoll ignorieren. Okay. Cool. Ja, Meteorstein. Boah. Geile Pop. Dann gucken wir mal hier, ne? Wenn es wieder zu lange dauert, werde ich natürlich ein bisschen schneiden, ne? Aber gucken wir mal. So, das war die neue, ne? Der Zerstörer der Welten, ja, das kommt mir bekannt vor. Also ist das ja neu, ne? Er hat gerade auf dem Weg durch die Valkyrie erzählt mir von einem furchterregenden Biest, dem sie auf ihrer Reise begegnet sind. Laut ihrer Beschreibung gilt gleiches Drache, Löwe und Skorpion, und eine Chimäre. Und dass sie ein Truppel geschehen hat, eine so gewöhnliche Wüstenhitze, doch auf ihren Stirn stand kein Anschweiß und der Furcht für den Augenmal. Okay, durch die Valkyrie ist da irgendwie so ein Ort. Also ist definitiv in der Wüste dann, ne? Valkyrie. Oh, hier. Also muss es ja irgendwo hier sein, ne? Na gut, dann würde ich sagen, suchen wir mal nach dem Viech, ne? Swarok ist ja noch so Level 50, ne? Vor dem tun wir uns noch ein bisschen fernhalten. Vielleicht haben die Leute ja auch irgendwie so Informationen oder so, ne? Weiß man ja nicht. Ja, kann ich mit euch sprechen? Kann ich mit euch sprechen? Vielleicht sagen die aber irgendwie so was. Hast du irgendetwas Ungewöhnliches auf deinem Weg hierher gesehen? Es gibt Berichte von Überfällen auf Trägertransporte, doch die armen Seelen werden nicht befreit, sondern. Okay. Ja, scheiße, diesen Schokoan. Wow. So, kann ich mal endlich mit diesen Dingern interagieren? Hier mal checken, ne? Sieht nämlich schon wieder so aus, als wären wir hier irgendwie weich beschäftigt sein mit anderem Zeugs. Ach man, hier kann ich gehen. Hier bin ich schon mal durchgerannt, ne? Lass ich mal kurz hier durchrennen. Wasser. Natürlich ist hier eine Truhe. Ach, also ich muss euch leider erledigen, Kollegen. Ich meine, davor läuft du durch die Gegend und dann kommt um die Ecke so ein Typ hier, der am Brennen ist. So, da war eine Menge Erfahrungspunkte. Oh, Gold. Okay. Machen wir die Gold. Ist das wichtig? Weiß ich nicht. Hier ist eine Truhe. Metrelgurt, hey, zeig. Wo ich wahrscheinlich noch alles sehr viel aktueller habe, ne? Mir nicht. Ja, wow. Meine selbstgemachten Dinger sind tausendmal besser. Warte mal, nördliche Valkyrie-Wüste. Aber hier ist auch was. Geh mal zu diesen, weiß ich, den Schrein, Obelisk, aber darüber halt sein soll, ne? Guck erstmal, ob da irgendwie was ist. Ich da irgendwie interagieren kann. So eine Chimäre werde ich ja wohl auch relativ schnell sehen können, ne? Wenn es so lange dauert, dann werde ich halt hier schneiden und irgendwie gucken. Okay,
Oh Gott. Vorsicht, Kollege, ich bin ja am Reiten. Vorsicht, ich reite hier. Warum ist da gerade so viel Sandsturm? Das ist schon irgendwie so verdächtig. Es würde ja irgendwie was in diesen Sandsturm auf mich warten oder so, ne? So, oh Gott. Lass mich hier in Ruhe. So, waren die schon immer so am Glänzen? Die Hand ist Titan. Der hier ist aktiv. Oh. Kann ich hier was machen? Chronolithen werben wie die Arete-Steine einen virtuellen Kampfplatz, den allein Cliff betreten kann. Jeder Chronolith stellt eine Prüfung dar, in der die Wellen tödliche Gegner mit der Kraft und die Fertigkeiten von einer Esper besiegt werden müssen. Okay. Mal sehen, was sich darin verbirgt. Berühren. Okay. In diesen alten Minen wird Clive eine gefährliche Prüfung, in der sein Feind mit Kraft zur einzigen Esper gewinnen muss. Titan. Okay. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas mit den Dingern zu tun hat, ne? Mit den Espern. Einmal der Titan hieß, ne? Uff. Um diese Prüfung zu bestehen, muss Clive alle Gegner besiegen, bevor die Zeit abläuft. Dabei darf nur die vorgegebene Kombination aus Esper-Kraft und Fertigkeiten einer einzelnen Esper eingesetzt werden. Bevor ich mal fertig und kriege, kann die Zeitlimit verlängert werden. Okay. Uff. Wow. Oh, das sind alles Sachen, die ich nicht kenne. Na gut. Was geht? Oh, da ist sogar der. Ich glaube, ich stark genug bin. Level 38, ich meine. Wird schon gehen, ne? Ist der letzte Konter aber nicht? Der sieht, das war der gleiche Angriff, ne? Sieht irgendwie nicht so aus. Nicht dein Tag. Was ist das? Oh Gott. Boah. Gleich mal sehen, ob das der Konter ist. Ja. Hast du den Angriff schon mal nicht einige Parts nicht mehr ausgerissen, dann heißt schon wieder keine Ahnung, ne? So, da kann ich aufladen, glaube ich. Aua. Bonk. So, das Wichtige ist natürlich, kriege ich irgendwie was, wenn ich das hier mache. Muss das einfach nur irgendwie so was. So, ja, du kannst das ja machen, um Spaß zu haben oder so. Ich hätte schon gerne irgendwie so eine Belohnung oder so. Okay. Gleichen Angriffe. Kann ja irgendwie nicht ändern, ne? Dann meine Frage wäre jetzt natürlich, wie lange das hier geht, ne? Und ob ich... Wenn er zum nächsten Abschnitt, ja. Oder wofür ich das hier mache, ne? Prüfung der Erde. So, oh, das ist für andere Angriffe. Ja.
Boom. Ah. 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 Bin dieser Angriff nicht gewöhnt. Ich meine, wir haben Bossmusik hier, also. Nur mal den hier. Muss ich am Ende noch mal gegen Titan kämpfen oder so? Oh mein Gott, mir läuft die Zeit hier davon. Oh Gott, ich habe voll wenig Zeit nur noch. Alter, der Schwierigkeitsgrad auf einmal voll hochgegangen ist, ne? Wenn ich getroffen wäre, verliere ich da irgendwie Zeit die ganze Zeit. Ist da irgendwie so was, wo du für alles Punkte kriegst, ne? Und ich muss einfach nur herausfinden, wo durch ich Punkte bekommen und so, ne? Naja, das schaffe ich doch nie im Leben. Warum switcht du ja von einem Gegner zum anderen? Nein, ich muss mal den Angriff abbrechen. Alla. Alla. Was ist das denn? Oh nein. Alter, was ist das denn? Ey? 38? Irgendwie nicht. Okay. Kriege ich was, wenn ich das wenigstens schaffe? Ja, da komme ich noch mal zurück, wenn ich irgendwie am Max Level bin und so, ne? Sehe ich jetzt mal gar nicht ein, ne? Bereit. Fliegermaus, ja. Aber auch so einen voll den Mistangriff bekommen, ey. Hätte ich den Konter gehabt, irgendwie wäre viel besser. Habe ich so ein Gefühl jedenfalls. So, lass mich mal noch mal hier hingehen. Also ja. Jetzt wollte nicht mehr so viel passieren heute, ne? So, jetzt kann ich mir noch vorstellen, da vielleicht das Viech ist, ne? Wenn das da nicht ist, dann muss es irgendwo hier so sein, ne? Weil die haben mir gesagt, in der Wüste, ne? In dieser Welt, wie auch immer das hier hieß, Wüste. Hm. Das ist ein Windsturm, ist das? Und jetzt ist er weg. Ja, keine Ahnung, also das haben wir jetzt. Ich weiß auch nicht irgendwie, ob die auch irgendwie die Upgrades hier übernommen haben von... Oh, das ist sehr viel akasisch, sehe ich gerade. Ist das irgendwie ein Zeichen? Ich glaube, das ist ein Zeichen, ne? Wo hier ist. War vorher nicht hier. Da ist das Viech, ne? Ne, das ist ein Curl. War das schon mal ein gutes Zeichen, ne? Also hier hat sich schon mal geändert anscheinend, ne? Und jetzt sind wir wieder hier raus. Und ich weiß nicht, ob die irgendwie auch die Upgrades hier übernommen haben von meinen Angriffen, weil ich habe ja einige dieser Titanangriffe gar nicht hochgelevelt, ne? Vielleicht, wenn die irgendwie hochgelevelt wären, hatte ich irgendwie, weil nicht mehr Schaden mit denen angerichtet hätte oder irgendwie so weit, ich weiß nicht. Oh, jetzt warst du gerade verwandelt oder habe ich mir nur eingebildet? Okay, hier ist auch nichts. Na gut, weiß ich nicht. Ich werde die Dinger definitiv vergessen.
Ja, vielleicht auch nicht. Ich gehe da jedenfalls irgendwie mit einem höheren Level nochmal zurück irgendwann. Vielleicht mit besseren Equipment oder irgendwie so was. Ne, ich laufe ja die ganze Zeit hier mit meinen. Leute, du kriegst mehr Erfahrungspunkte, mehr Talentpunkte oder wie auch immer die hier hießen. Pro Kampf. Jetzt stell dich mal vor, ich würde hier irgendwie mal vernünftige Ausrüstung oder so anlegen, ne? Boah. Das ist vorbei. Ich tue mich mehr oder weniger ja schon aufs Endgame und so vorbereiten, nehme ich an. Oder für was auch immer hier nach dem Spiel kommt. So, ist das da hinten irgendwie was oder sind da da zum Bäume, ne? So. Ja gut, wissen wir wenigstens, was mit den Dingern auf sich hat. Weiß nicht, ob mir jetzt zu sehr gefällt, aber ich hätte irgendwie gedacht, weiß nicht, da werde ich hätte lieber irgendwie gegen Boss oder irgendwie sowas gekämpft, anstatt sowas. Ob zu einem Boss oder was weiß ich nicht, ne? Anstatt sowas. Gefällt mir irgendwie nicht. Ich nehme an, da drin ist nichts, ne? Hey, ne? Hey, da drin sind da ein paar Leute normalerweise. Ich nehme es auch nicht an, dass das Viech irgendwie so mitten auf einem offenen Feld oder irgendwie so ist. Da wird wahrscheinlich irgendwo eine Abkürzung nehmen. Meine Vermutung wäre natürlich auch hier das eine Ding, ne? Wo wir hier für Schleder und diese Quest gemacht haben, ne? Da haben wir da auch gegen so eine Chimäre gekämpft. Da wäre irgendwie ein bisschen voll dämlich, dass da direkt noch eine aufgetaucht wäre, aber wenn ich manchmal machen Spiele irgendwie sowas, was sehr, sehr predictable ist und so, ne? Deswegen wäre jetzt da meine erste Vermutung, dass das Viech vielleicht da ist irgendwo, ne? So. Und ich gehe mal hier so lang. Oh. Wenn wir nichts finden, das zu lange dauert, dann muss ich das halt schneiden, ne? Oh, hier kommt es gar nicht durch. Aber ich hoffe, wir finden hier irgendwie was, ne? Das wird nicht einfach. Wow. Ganz schön knapp in diesen Feuerbällen, ne? Die treffen mich die ganze Zeit schon fast. Guck mal, halblang, Leute. Ich will doch hier nur durchchillen. Ich muss ja nicht mal alles angreifen, was sich bewegt, Leute. Ich will nur hier ein bisschen rumchillen mit meinen Schokobohnen, ein bisschen reiten und so. Nur ein bestimmtes Viech erledigen, ne? Ich möchte nicht alles töten, so wie ihr. Hm, da war auch so ein Ding, ne? Die Hand ist Dior, ne? War das auch schon wieder akasisch. Mal dahin gehen. Das Gefühl, das ist immer so ein gutes Zeichen, ne? Hm. Okay, nein, geh weg. Ich frage mich, ob man, wenn man die erledigt, ob man ja schon wieder beinahe getroffen, ob die irgendwie was hinterlassen, so hier so weiß ich nicht. So für Waffen erstellen oder irgendwie so was, ne? Ausrüstungsherstellung. Stimmt, ne? Ja, sieht nicht so aus, als hätten wir irgendwie viel Erfolg gerade, ne? Mit Monstersuche und so, ne? Außer jetzt vielleicht. Das ist aber gemein. Hier haben wir ganz eindeutig irgendwo hat Viech gesehen. Also können die mir nicht irgendwie direkt sagen, wo er da ist. Also hier ist es definitiv nicht. Also hier haben wir schon mal unsere Zeit verschwendet. Ich meine, wir haben gerade mit Titan gerade gefunden, von daher ist das jetzt nicht so eine riesige Zeitverschwendung, nehme ich an, aber was soll's, ne? Das ist ein Salamander. Ganz ehrlich, so viel schneiden wollte ich jetzt sowieso auch irgendwie nicht, ne? Einfach nur.
Einfach nur, weil ich jetzt hier wieder so ein bisschen so reinkommen wollte hier in dieses Projekt. Weil ich schon wieder so eine Woche oder so Pause gemacht habe. Deswegen wollte ich jetzt nicht hier direkt mir schon wieder so viel Arbeit machen. Ich wollte eigentlich heute nur ein Part hier aufnehmen. Und gut ist, damit ich hier morgen am Montag, das wäre der 28. August, dann direkt irgendwie was hier freigeschaltet habe. Weil sieht aus, als wäre heute ein sehr langsamer Part, ne? Weißt du, was ich mal einen Schnitt und such das Viech einfach ausgehen. Machen wir so, ne? Also bis gleich. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es gefunden, ja. Und es ja, es ist hier. Ich bin noch hier durchgelaufen, ne? Aber ich habe es anscheinend nicht gesehen, ne? Und ja, von Weitem sieht das aus wie eine Chimäre. Also gucken wir mal, ne? Sieht aus, als hätte es drei Köpfe, ne? Also ja, gut. Hat jetzt doch ein bisschen gedauert. Ich bin jetzt überall, wortwörtlich überall hier gerade durchgerannt, ne? Und bin dann nochmal hier zurück zu dieser Wüste gegangen. Weil die das Jagdbrett erwähnt hat, dass das irgendwie an diesem Ort ist. Und ja, ist es auch. Und ja. Wir sind Zeit verschwendet, aber was soll's, ne? Gut. Komm her, du Stück. Bonk. Gott, Chimera. Habe ich auch schon mal gehört, den Namen. Welches Level bist du? Delta-Attacke. Ah. Okay, eigentlich ist eine Option, habe ich so ein Gefühl. Ah, Dreck. Okay, wie viel Schaden machst du mir? Das hatte ich eigentlich gedacht, würdest du vorhin machen, ne? Schauen wir, ne? Ich habe nicht Level 38er Gegner so schnell wie möglich zu erledigen, ne? Aber das Viech kriegen wir schon. Ja, kann ich auch hier. Ist überhaupt nicht verwirrend, ne? Wie denn seine Angriffe so ein bisschen verzögert sind. Ja, eigentlich voll chillig. Bonk. Ja, bei dem war die Suche schon schwieriger als der Kampf an sich, würde ich sagen. Ey. So, meins. Nein! Ja, ich kann halt einsammeln. Nein! Au, 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 au. Warum aktiviere ich eigentlich statt? Ich bin voll. Hergeblieben. Und jetzt kommt mein Riesenstrahl. Und jetzt kommt mein Diamantenstaub. Und jetzt mein Raureif. Und jetzt den hier. Und den hier. Und den hier. Mit 63.000 Schaden. Oh, was? Das ist ein bisschen größer. Delta-Kraft, nicht Delta-Attacke. Du hast drei Köpfe. Hier mein, der Kopf am Schwanz zählt auch noch, ne? Plus die drei Köpfe. Stimme des Widders. Boah, ich hasse es wieder Angriff, so ein bisschen verzögert ist er. Auch. Weiß nicht wieso, ich hatte jetzt gedacht, er würde irgendwie Feuer schießen und ich wollte darauf bereit sein irgendwie. Stimme des Drachen. Ja, ich heile mich mal während diesen Angriffs, ne? Hast du nichts dagegen, oder? Zack. Ha. Vorher ist immer so kacke, ne? Ich habe nicht irgendwie so einen Angriff, irgendwie, der mich aus Sicherheit bringt, in Sicherheit bringt, oder so. Ich wollte so einen Angriff, der irgendwie ein bisschen nach hinten irgendwie. Nein, da wollte ich nicht.
Dann mach ich das weg. Oh Gott. Nee, Phoenix Hook bringt mich immer nach vorne. Oh, ich verfehle mal mit dem ersten Angriff. Na, komm her, das Stück. Ja, Heiltränke wieder zu bekommen ist ja kein Problem. Ich habe vorfertig hier, bevor ich aufgenommen habe, heute Heiltränke gefarmt, indem ich immer jetzt zu diesem Dämmerwald zurückgekehrt bin. Das funktioniert echt. Ich bin immer zum Versteck gegangen und dann zurück zum Dämmerwald. Also wortwörtlich die ganze Zeit hin und her und da sind immer Heiltränke respawned. Und ich habe jetzt mal einen Heiltrank, einen Supertrank bekommen. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Trick herausgefunden, wie man Geld farmt in diesem Spiel. Oh mein Gott, ich krieg das hier nicht ausgewichen. So ein perfektes Ausweichen. Ach ja, hier kann ich jetzt ausweichen, genau. Mit Shivas Dingen kann ich so ausweichen. Mann. Naja, Stück. Entschuldige, was? Hallo? Was zum? Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich bin so weit weg gewesen vom Kampffeld. Boah. Hey, das gibt's jetzt nicht, Mann. Boah. Der ist einfach wieder zurückgegangen. Ja, ich sehe das Kampffeld den nicht. Ja, ich sehe ja diese grünen Umrandungen, aber die habe ich gerade nicht gesehen. Boah. Der war so gut wie, der war auch noch so gut wie tot, ne? Ich fasse das jetzt einfach nicht. Boah. Hey. Hab ich auch nie gesehen, ne? Ja, ich sehe die grünen Umrandungen jetzt hier nicht. Ja, doch ein bisschen, aber mein Gott. Mein Gott, ey. Was ist das jetzt? Der ist schon wieder außer Dings hier. Komm mal näher. Komm mal näher in die Mitte, Kollege, ey. Ich fasse nicht, was gerade passiert ist, ey. Ah, guck mal, sehr gut, ne? Jetzt der Kampf irgendwie tausendmal einfacher, oder bin ich mir nur ein? Tja. Ich habe jetzt gedacht, er bringt mich irgendwie so eine zweiten Phase oder so, ne? Und dann geht er einfach zurück. Bin wieder voll geheilt. Ey. Jetzt bin ich ja schon wieder fast tot. Ha. Torga macht das Viech fertig. Wo ich am Rad drehe. Jetzt wollte ich zweimal gegen das Viech gekämpft. Ah, wo ist die Markierung schon wieder? Ich sehe das nicht. Jetzt sehe ich das.
Ja, ich muss, ich wollte das Ding absorbieren mit meinem Feuerangriff. Au. Mal mehr ein Stück. So. Ich hoffe einfach auf gut Glück hat eingesetzt. Mal schauen, wenn ich jetzt raufgehe oder irgendwie sowas. Nein. Dann wäre ich ein bisschen cross gegenüber diesem Viech. Ich habe schon gar nicht näher ranzugehen, ey. Ich weiß, wo ich schon wieder bin hier. Kartenmäßig. Falsch Angriff. Machen wir mehr, du Stück. Die Spielchen sind vorbei, Kollege. Na, oh, was ist das? So, mein Gott. War das dämlich. 17.000 Erfahrungspunkte. Viel zu viele Erfahrungspunkte hier in letzter Zeit. Oh, hi, komm, hey, endlich mal. Pff. Boah. Okay, jetzt habe ich zum Versteck. Ich würde sagen, ab war's. Also war, glaube ich, so oft eine Stunde, ich weiß es nicht. Also 45 Minuten bevor ein Schnitt war das, ne? So, ach ja, bei ihr muss ich. Oder? Sie sind alle mit Wunden übersehen. So, hey, na? Da kann ich aber gucken, ob ich irgendwas mit dem Uri Halkom machen kann. Origine Flinkenschützen. Schon wieder neue Sachen. Genji-Handschuhe, genau. Viel Glück da draußen, Sid. Gut, aber ich würde sagen, das war's, ne? Haben wir ein Viech erledigt. Weil nicht, wir können aber gucken, was hier so briefemäßig passiert ist, ne? Ich glaube, ich hatte auch eine neue Quest ist, aber ja. Vielleicht die Musik noch mal ändern, ne? Dann habe ich mir ein was Neues geholt, ich weiß ja gar nicht. Was empfiehlst du? Ah. Weiter. Seltsam, hat denn niemand mehr Peppi und Nüsse? So, ich glaube, ich brauchte mehr. Ich glaube, ich brauchte mehr für das Orichalkum. Dann habe ich nochmal für eine Waffe gerade ausgerüstet. Ragnarok, genau. Steinzunge, Orichalkum. Ist sogar noch relativ stärker. Also. So, so oder so brauche ich aber noch irgendwie was von irgendwas. Na gut. Na, questmäßig haben wir auch nichts, ne? Also ich finde aber voll die Filler-Episode irgendwie. Hier ist nicht irgendwie so viel passiert, aber was soll's, ne? Guck mal hier, hier ist keine Quest, ne? Mit Schweif sind wir. Nur einen einzigen Kristall loswerden, dafür sagst du, wenn ich verfehlt. Okay, Otto. Spiel kein Lotto, red mit Otto. Ja, dann würde ich sagen, war es nicht viel passiert, aber beim nächsten Mal hoffentlich, ne? Und dann beim nächsten Mal kommt schon wieder eine neue Quest, ne? Pass auf. Läuft immer irgendwie so ab, ne? Anstatt die irgendwie alle auf einmal zu geben. Ja, was soll's. Gut, ich wollte einfach nur wieder irgendwie ein Part aufnehmen, ne? So, morgen durch weiter aufnehmen. Also, da kommt jetzt wieder was, ne? Keine Sorge. Aber gut, dann würde ich sagen, für heute war's das. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, ein Like und einen Kommentar. Ich wollte jetzt Labo sagen. Hinterlasst ein Labo, ein Like und ein Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.